Yu-Gi-Oh! Meter, November 2022. Boy! Wenn ihr das erste Mal bei mir auf dem Kanal seid, lasst mir doch lieben gern mal ein Abo für den Channel da und ein Like fürs Video, wenn ihr dabei seid. Sprechen wir einmal über den Elefant im Raum und der ist natürlich einmal Ishizu. Also jetzt nicht literally Ishizu, sondern das Ishizu-Deck. Und das natürlich, bam, Deck to Beat. Wer hätte damit gerechnet? Dieses Deck ist wahrscheinlich mit Abstand eins der besten Decks im Format. Das hat damit zu tun, dass die viele Karten vom Deck auf den Friedhof legen können, viele Karten vom Friedhof wieder zurück ins Deck mischen können, also selber sich recyceln können, Effekte triggern können wie die ganzen Tierlimits Monster, heißt Tierlimits Ishizu das Deck to beat. Der Grund, warum ich damit einmal anfange, ist sehr simpel. Diese ganze Tierliste baut darauf auf, dass Tier Ishizu das beste Deck ist. Und wir gucken uns quasi einmal an, welche Decks im Format die größte Chance haben, dagegen nicht zu verkacken. Das Mirror Match ist extrem ekelhaft, weil es halt sehr luck-based ist, was ihr mildet, was der Gegner euch mildet, ob er euch überhaupt milden lässt, ob ihr den Herald auf Orange Light zieht. Das sind so Faktoren, die sind extrem wichtig. Ein anderer Faktor, der noch extrem wichtig ist, sind zwei weitere. Der erste ist einmal Shifter, der zweite sind einmal die Bestial-Karten. Diese Faktoren sind extrem relevant, denn die Ishizu-Karten selber, die sind halt ziemlich gut, aber die Bussi-Karten und Shifter können so einen kleinen Cut reinmachen in dieses Deck-Thema. Das bedeutet, wenn ihr genau die richtigen Karten zieht, dann verliert das Deck halt auch dagegen. Wir gucken uns also einmal die Contender im T1-Bereich an, was da noch so mit rumtanzt. Ich habe für euch einmal ein paar Vögel, ein paar Aluba-Turbo-Decks, ein bisschen Donner und ein bisschen Tränenklagen. Diese vier Decks sind meiner Meinung nach mit dem Tier Ishizu Deck die besten Decks im Format. Der Grund dahinter ist relativ einfach. Ich nehme mal die Birds als Beispiel. Die Birds haben in Hirin ein Problem, dass die extrem krass bricken können. Ja, die können aber in Hirin einen Shifter spielen. Die spielen in Hirin ein Monster, was sich hier erlaubt, Effekte in Attack zu aktivieren. Und die spielen eine Statue, die sagt, nur noch Windmonster. Das ist gegen dieses Deck extrem gut. Ob das jetzt wirklich eins der besten Decks ist, wir werden es sehen. Ich glaube aber, dass sehr viele Leute dieses Deck picken werden, gerade für die Meta auf der YCS in Dortmund, was ja die nächste YCS ist, die wir hier in Deutschland spielen werden. Wir werden noch eine YCS in Pasadena haben, also in Amerika, die direkt nach Maleficent Maven stattfindet, also dieses Wochenende. Da werden wir mal sehen, wie das Meta sich genauso shapen wird. Ich glaube aber, dass es genauso in diese Richtung geht. Bei Despia ist das so, die neuen Karten haben dem Deck echt richtig gut getan. Die neuen Büste-Karten sind im Deck auch richtig stark. Das kann ein sehr cooles Feld hinlegen, um halt verschiedene Sachen zu outen. Und dem auch Effekte, die triggern, wenn die in den Friedhof gehen, also manche Karten davon. Deshalb kann das wahrscheinlich mithalten. Wie gut das mithalten wird, wird sich zeigen. Ist aber meiner Meinung nach eins der besseren Decks im Format. Dann kommt einmal Sprite. Und mit Sprite meine ich speziell die pure Sprite-Variante. Mit anderen Engines reingepackt vielleicht. Wahrscheinlich aber eher so die pure Variante. Mit mehreren Non-Engine-Karten, wie jetzt Tactics, Bissi-Karten. Die Variante auf jeden Fall, die Sprint spielt, mit den zwei extra Buddies ausfällt. Denn Zeus ist auf jeden Fall ziemlich gut, extra Karten im Friedhof zu haben, die da rumliegen können. Vollkommen in Ordnung. Ich glaube, dass das Deck sehr viel Potenzial hat. Ich habe es auf jeden Fall die letzten Tage intensiv getestet und es ist ein sehr gutes Deck. Denn wenn ihr anfangt, habt ihr wirklich die Möglichkeit, um manche Sachen drumherum zu spielen. Deswegen ist das ganz wichtig, dass ihr darüber nachdenkt, vielleicht so ein Deck mal zu picken. Das nächste Deck ist halt Tierlimits und ich weiß, ich habe halt Tierlimits und Deck to Beat rein und jetzt nochmal Tränenklage extra hier drin. Die Sache ist halt die, es gibt halt andere Tiervarianten, die wahrscheinlich trotzdem mithalten können. Das sind die Tier-Büste-Varianten, das sind die Tier-Branded-Varianten, die halt auch mit rumspielen, die halt auch ein paar Büste-Karten spielen. Meinetwegen auch die Danger-Variante, die halt easy einen Dweller bauen kann. Das ist ein sehr generisches Deck, was davon profitiert, dass uns die Ishizu-Karten auch Karten auf Video fliegen. Deshalb wird das wahrscheinlich auch ziemlich gut werden und wir werden davon noch einige Top-Karten sehen, die keine dieser Ishizu-Karten spielen. Meine Vermutung. Dann Decks, die ihr picken könnt, wenn ihr vielleicht ein bisschen kompetitiver unterwegs seid, aber vielleicht nicht das beste Deck spielen wollt und nicht eins der besten Decks, damit ihr nicht von den Zeitdeck-Karten erwischt werdet, von manchen Decks. D-Link,
Exorcister. Dann nehmen wir das Deck einfach mal Plant oder Baum. Ihr könnt es auch wegen Ricker nennen, vollkommen egal. Und einmal Sprite Runic. Diese vier Decks sind meiner Meinung nach Contender, die auf jeden Fall mitmischen können. Ich erwähne nochmal ganz kurz einmal Runic Sprite. Denn die können natürlich Karten von euch wieder ins Deck zurückmischen. Das Problem, was ich dabei sehe, ist, die Runisch-Karten sind extrem gut gegen Tierschisu, weil die Karten banishen können. Und irgendwann kommen wir an einen Punkt an, wo das Deck das Limit erreicht, wo 40 Karten irgendwann aufgebraucht sind. Und wenn ihr mit den Runisch-Karten mal so 10, 12 Karten banisht und die millen sich halt 5 bis 12 Karten, dann ist das extrem kritisch, wenn das halt resolved, weil irgendwann müssen sie ihre eigenen Karten wieder ins Deck zurückschaffen, damit die weiterspielen können. Deswegen wollte ich Runic Sprite auf jeden Fall erwähnen, weil ich denke mal, es wird sehr viele Leute geben, die das trotzdem noch versuchen werden mit diesem Deck, weil die vielleicht hoffen, dass die halt Tierschieße dodgen können, vielleicht nicht dagegen antreten, und wenn doch, werden die wahrscheinlich mehr Richtung Deckout gegen das Deck spielen. Dragon Link habe ich wieder reingepackt, der neue Support mit den ganzen Büsse-Karten hat dem Deck auf jeden Fall gut getan. Es hat eine neue Engine bekommen, es ist auf jeden Fall richtig stark. Und es hat ja auch Friedhofseffekte, die triggern können, wenn die in den Friedhof gehen. Wie jetzt ein Absurder Dragon, der euch dann halt einen Tracer wieder auf die Hand geben kann. Ein Safer, der euch ein Banished Monster wieder zurückgeben kann. Und. Es gibt mehrere Sachen, die im Friedhof machen können, die gar nicht so relevant sind für die Starthand, aber die im Friedhof auf jeden Fall relevant werden könnten, wenn die da reinkommen. Und das Endboard ist ziemlich gut und Spheres ist auf jeden Fall eine sehr gute Karte, denn Non-Targets, bounce eine Karte zurück, ist tatsächlich ein ziemlich guter Effekt. Muss man einfach mal so sagen. Exorcister ist ähnlich wie Flander, ein Pick gegen dieses Deck, denn die können Inherent Shifter im Main Deck spielen. Und das Deck banished auch ein paar Karten und kann relativ easy noch TK raushauen. Und es verliert halt nicht gegen Dweller, weil es keine Sachen im Friedhof hat, logischerweise. Das ist aber sehr stark davon abhängig, dass Martha resolved. Wenn diese Karte nicht resolved, sind erstmal Superman und Batman sehr, sehr traurig. Aber dann ist auch der Exorcist-Spieler ziemlich traurig, denn ohne die Karte macht das Deck wirklich nicht so viel. Ihr kriegt nicht nur Buddies aufs Feld. Auf jeden Fall ein Deck zu beachten, das wird auftauchen, aber es ist jetzt nicht so super relevant. Und das Ricker-Plant-Deck, wie auch immer ihr es nennen wollt, mit seinen Avalon und den ganzen Kombos drin, es ist auf jeden Fall ein Deck, was gut spielbar ist. Rivalry ist eine sehr gute Karte, auch im nächsten Format ist das ziemlich gut. Die haben eigentlich keinen wirklich relevanten Effekt im Friedhof, außer dass ihr einen normalen Monster-Friedhof haben müsst, um diese Combo zu spielen. Alles andere ist eigentlich nicht ganz so entscheidend und das Endboard ist extrem ekelhaft, wenn ihr da reinrennen müsst. Das heißt, da können selbst andere Decks Schwierigkeiten haben, da reinzuspielen. Dann für unser Tier 3, endlich Shadol, Marincis und natürlich Swordsoul. Diese Decks habe ich gepickt, weil die so ein bisschen was machen können, das Endboard ziemlich gut ist und die so jedes andere Rogue-Deck so ein bisschen ausstechen können. Endlich hat den Vorteil, dass die Trap-Karten, wenn die in den Friedhof gehen, auf jeden Fall gut sind, weil die halt dann Effekte triggern können, logischerweise. Und die halt viele Floodgates spielen können, die den Gegner halt komplett aufhalten können, was halt sehr gut sein kann, muss man fairerweise sagen. Ich habe Shadol Invoked, die ganze Kombination damit reingepackt, einfach weil die ganzen Shadol-Monster, die in den Friedhof gehen, die triggern ja Effekte. Und das kann sehr gut sein. Und Shadol hat die Fähigkeit, relativ gut Karten zu integrieren, wie Ultimate Slayer zum Beispiel, die eigentlich gar nicht so gute Karte ist. Aber wenn ihr mit Ultimate Slayer Abklon im Friedhof legt, könnt ihr euch die Trap adden und dann könnt ihr halt Winder legen. Und wenn euer Gegner dann halt nicht super Pulli zieht, kann das sehr, sehr schnell vorbei sein. Das ist auf jeden Fall ein Deck, was spielbar ist. Vielleicht jetzt nicht das beste Deck, aber ich sehe es trotzdem, dass es im Format irgendwie auftauchen wird, weil wahrscheinlich nicht nur ich auch gekommen bin, dass die Shadow Monster im Friedhof weg da haben, sondern einige auch. Deswegen werden das einige spielen. Marincis ist nur hier drin, weil es eins der einzigen Decks ist, was gut spielbar ist und nicht wirklich Lichter Finsternis Monster hat. Das heißt, die bisher Karten sind vollkommen egal. Die Karten zu millen ist dann auch nicht ganz so wichtig, weil die haben einen Karten-Kombo-Starter. Da ist eigentlich egal, was im Friedhof drin ist. Hauptsächlich kriegt halt irgendwie genug Karten auf die Hand, um halt eine Kombo spielen zu können. Deswegen glaube ich schon, dass es ein sehr gutes Deck ist. Und für das Deck selber, für das Zielelement Shizu-Deck, ist so ein richtig fetter Buddy auch gar nicht so einfach zu outen, wenn der Umrühr von Karteneffekten ist. Deswegen ist das gar nicht so schlecht. Ich habe auch erst überlegt gehabt, Edict Nista hier mit reinzupacken.
Ich glaube aber, dass es sehr viel anfälliger davon ist, dass Karten aus dem Friedhof in den Deck zurückgemischt werden. Weil wir brauchen ja für das große Play, um den Rival zu machen, Karten im Friedhof. Und deshalb fällt Ignister für mich da raus. Dann haben wir noch ein paar Decks mit viel Potenzial. Das sind Decks, die ihr auf jeden Fall erwarten könnt, dass die vielleicht auftauchen. Das bezieht sich einmal auf Guru, auf Kashtira, auf Mandolche, auf Stundex und auf Naturia. Die ersten vier Karten, die ersten vier Kopien, also die ersten vier Decks, die ich drin habe. Das sind alles Decks, die inhärent Shifter spielen können, ohne dass die es juckt. Kashtira hat sogar den Vorteil, dass es davon profitiert. Kashtira wird aber erst im nächsten Format irgendwie relevant, deswegen aktuell noch nicht ganz so wichtig. Guru kann auch sehr cool sein, denn Dragoon plus ein Fiendes ist auf jeden Fall keine schlechte Art, so ein Game zu starten oder in so ein Board reinzuspielen. Deswegen gibt es auf jeden Fall schlechtere Sachen. Doof ist natürlich, wenn ein Teil von der Dragoon Engine in den Friedhof gehen, habt ihr Problem. Aber als Shifter kann das Deck inhärent spielen, das kann halt wirklich schon viel ausmachen. Das gleiche gilt halt für Medolche, die brauchen den Friedhof halt gar nicht, nur für bestimmte Effekte. Deswegen, Shifter dazu spielen ist auf jeden Fall sinnvoll und die können halt immer wieder ein Negate aufs Feld kriegen. Das ist auch ziemlich, ziemlich gut. Und habe ich noch einmal Naturia mit hier reingepackt. Naturia kann kein Shifter spielen, bitte spielt das nicht. Aber die neuen Naturia-Karten sind echt gut. Und ich glaube, dass die Sachen sehr viel unterschätzt werden, was dieses Deck machen kann. Weil es hat sehr viele Interaktionspunkte in der gegnerischen Runde, in eurer Runde, wo es Monster annullieren kann, Sachen wieder zurückholen kann, gegen Spells komplett immun ist, wenn die Netbeasts aufs Feld klatschen können. Es ist ein sehr, sehr gutes Deck. Nur meiner Meinung nach nicht gut genug für die ersten Tiers, weil ich nicht weiß, wie komplex das Deck im Format sein wird und ob es wirklich Leute gibt, die das Deck wirklich picken werden für ein YCS zum Beispiel. Ich könnte es mir aber vorstellen, dass wir das Deck, wenn es einen guten Spieler gibt, der das Deck pickt, auch im Top-Cut sehen werden. Deswegen ist es bei viel Potenzial. Für alle anderen Decks, die jetzt hier nicht drauf sind, das einzige ist vielleicht Thunder Dragon Bestie, was man theoretisch auch so viel Potenzial packen könnte, wobei ich es im nächsten Format nicht unbedingt sehe, aber ne? Alle anderen Decks, die ihr jetzt hier nicht seht, halte ich nicht für competitive viable. Das heißt, das sind immer noch Decks, die sind spielbar. Ich werde euch gleich mal Beispiele zeigen. Aber ich glaube nicht, dass die relevant genug sind, dass ihr sie bei einer YCS spielen könnt. Auf Locals sicherlich, auf einer YCS wahrscheinlich eher nicht. Das sind so Sachen wie Alter Geist, Tribigate, Drytron, Earth Machine, Heroes, Ignister, Mathmech, Paleo, Pendulum, Prankits, Zealots, Striker, Evil Twin, VW und halt Zombies. Ich glaube nicht, dass diese Decks genug tun, um irgendwie mitzuspielen. Wenn ihr das jetzt hier komplett anders seht, lasst mir auf jeden Fall mal ein Like da, bevor ihr in den Kommentaren rumschreit. Ich lese mir auf jeden Fall durch. Wie gesagt, das hier ist meine Meinung. Wenn ihr eine andere habt, komplett in Ordnung, schreibt es in die Kommentare. Dann können wir alle drüber sprechen. Bis dahin, haut rein. Ciao, Leute.